Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen eine Runde Weekend League mit Premier League. Hervorragendes Spiel beim letzten Mal. 3-0 geführt und da hat der Gegner abgebrochen. Schöne Situation und Tore von Benteke. Oh, zwei Foot Champion Karten. Generell wieder ein starkes Team. Also abwechselnd wieder ein Liga BBVA Team. Das gefällt mir. Leider gehöre ich jetzt selber mit dazu, dass ich Premier League spiele, aber wer meinen Kanal verfolgt, weiß ja, ich habe ja nur auf Premier League gewechselt, weil ich dann so eine sicke Foot Champions-Karte gezogen habe und es sonst einfach massive Verschwendung gewesen wäre. Interessant ist halt wirklich, wenn jetzt beispielsweise noch eine mega krasse BBVA oder Calcio A-Karte ziehe, also italienische oder italienische oder spanische Liga-Karte, das stellt er denn jetzt wieder um. Mertens, Griezmann, Bale ist natürlich starker Sturm. Ich glaube, Mertens könnte ich mir vorstellen, zieht er wahrscheinlich in die Mitte und vielleicht ein Zonzi auf links. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, Zonzi ist schnell und Mertens ist nicht so schnell. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass er irgendjemanden auswechselt. Das war ja ein schwacher Pass. Schön gemacht von Arnautovic. Was für ein Lacker, oder? Krass, Alu und dann rennt er ihn noch auf der Linie. Ärgerlich. Aber egal, guter Anfang. Zeigt ja, wir haben auch hier wieder die Chance, Torgefährlichkeit zu entwickeln. Haben wir zum Glück die Ecke relativ dicht gehabt und dann einfach einen guten Torhüter mit Kasper. Okay, ist natürlich sehr kopfballstark. Da haben wir Glück, die hätten wir klären müssen, das war definitiv ein Fehler. Arni, was für ein schwacher Pass, der hat echt keinen schlechten Passwert und dann haut er so einen Scheiß raus. Sehr gut von Mané, der nach hinten mitarbeitet. Schade. Gut gemacht von De Bruyne, bleiben leider nicht dran. Schwach mitgenommen den Ball. Fuck! Nicht aufregen, solche Kleinigkeiten. Vor allem nicht, wenn wir den Ball uns direkt wiederholen. Oder halt auch nicht. Schöne Grätsche von Kanté. Nicht ganz so elegant wie die von Bentaleb, aber okay. Ja, da wollte ich ihn hinspielen. Mal wieder so spielen wie am Anfang von dem Spiel. Es lief deutlich besser. Schön gemacht von Arnautovic. Zweiter Alu-Treffer.
Na also, oh, es wurde aber auch Zeit. Zwei Alu-Treffer. War das die Vorlage von Benteke? Ich glaube. Er hat, wie gesagt, einen ganz guten Pass. Und Mané hat einfach einen guten Abschluss, wissen wir. Das war sogar der schwache Linke. Aber er hat so einen krassen Abschluss, ist halt scheißegal. So, jetzt führen wir hier 1-0. Könnten halt schon höher führen. Deswegen machen wir jetzt mal noch das 2-0. Schöne Grätsche von Mané. Du hast auch in den letzten Spielen ganz gut die Grätschen eingesetzt, muss ich sagen. Schön gemacht von Touré. Touré gefällt mir halt jetzt langsam auch immer besser, muss ich zugeben. Schade. Gut gemacht von Reed. Wenn da der Pass eher kommt, schade. Komisch, Arnautovic wird teilweise ein bisschen träge, wenn er diese Schusstäuschung in den Stand gemacht hat. Das verstehe ich nicht ganz. Er ist eigentlich Trippelsteiger, aber es kann sein, dass da wieder der Balancewert, der bei ihm schlecht ist, oder der Agilitätswert, der auch nicht so gut ist bei ihm, glaube ich, dass der da wieder eine Rolle spielt. Was? Kein Foul? Komisch. Ja, ich würde gerne jetzt das zweite Tor machen. Wir haben, wie gesagt, auch zwei Alu-Treffer gehabt, also es wären auf jeden Fall noch mehr Tore drinnen gewesen. Den Gegner haben wir eigentlich ganz gut vom eigenen Tor abgehalten, hatte einen ganz anständigen Schuss. Och, diese verfluchte Viererkette. Hier war das Problem, ich habe einen zweiten Spieler gerufen und der zweite Spieler ist da komplett falsch. Also es geht wieder jemand dahin, der dann Griezmann da durchlaufen lässt. Aber nicht aufregen, hätte halt den zweiten Spieler da nicht rufen dürfen. Punkt, ist mein Fehler. Der reißt halt die Viererkette auf, ist halt nicht verdient. Ne? Also logischerweise zwei Alu-Treffer. Erste wirklich gefährlicher Angriff vom Gegner und... Machen wir es halt so. Machen wir es halt so, Freunde. Machen wir es halt so. Benteke hat auch echt einen geilen Abschluss, ey. Kann man nicht sagen. Einfach nur geschossen. Bums aus. Steigen rechten. Und vor allem so straft das halt der Torhüter keine Zeit. Also er war gar nicht so platziert. Er hat, glaube ich, weiß ich nicht, wie gesagt, Schusskraft 89 oder 93 oder irgend sowas, was ganz krank ist. Und ja, Gegner hat halt einfach der Torhüter keine Zeit, dann einfach zu reagieren, wenn er so straf geschossen ist. Er braucht auch nicht ganz so platziert sein. Und absolut verdient, dass wir hier wieder in Führung gehen. Und ich hoffe, dass wir das fortführen können und vielleicht noch ein drittes machen. Oh, da ist noch drin. Da dachte ich echt, wir haben den. Zum Glück überhastet der Abschluss aus der Drehung. Das ist, glaube ich, auch der Schwache von Bale. Da ist, glaube ich, Linksfuß.
Hat aber auch Glück mit dem zweiten Ball gehabt. Schade. Sollen wir wahrscheinlich wechseln? Ich glaube, wir brauchen erstmal nicht unbedingt einen Wechsel. Oder. Wie sehen denn die Ausdauer meiner Wechselspieler aus? Na, wobei, die sind eigentlich noch relativ fit. Können wir vielleicht zumindest mal Arnautovic wechseln? Das ist schon ein bisschen platt. Schön gemacht von Touré. Ich sage, er fällt mir jetzt doch in letzter Zeit immer häufiger besser auf. Aber ist halt nicht so ein Monster wie Kanté. Wie doof war das denn bitte? Fehlt was mit Ansage. Zum Glück dann viel zu überhastet ausgespielt von ihm. Aber trotzdem fehlt was mit Ansage. Geiler Pass von Coleman. Ich sag ja, den mag ich wirklich. Ich meine, ich mochte auch. Schade. Ich mochte auch Leighton Baines. Da ist er so ähnlich wie Coleman, weil die einfach einen übergeilen Pass haben. Eine richtig geile Defense. Aber gerade halt auch der Pass. Die schwierigen Pässe bringt halt einfach an den Mann ran. Aber es muss halt trotzdem die Defensive passen, weil die ist halt am wichtigsten. Schade. Außer Drehung schwierig im Verteidiger. Sehr gut, dass Kanté da noch steht. Schade. Ach, sehr schön, sehr, sehr schön. Haben natürlich auch ein bisschen Glück, aber. Nee. Glück gehabt, ist immer schlecht durchgelaufen. Scheiße, dieser Ball ist halt einfach schlecht von ihm angenommen worden von Mané, da schlägt er ihn sich zu weit vor und dann konnte ich nicht mehr schießen. Also ich wollte den Ball wirklich erst annehmen, also ich wollte nicht direkt schießen, aber ich wollte halt, sehr schön von Smalling, aber ich wollte halt nicht, dass er ihn im Sprint so annimmt. Also ich habe eigentlich die Taste gedrückt, dass er ihn kontrolliert annehmen soll, das hat er halt leider nicht gemacht. Ist er schön ruhig geblieben, muss man sagen. Wäre vielleicht eine Schusstäuschung gut gewesen. Boah, eigentlich gut gemacht von. Boah, von Kanté. Was ist denn dann passiert? Das war ein 80. Gehen wir mal auf Zeit, würde ich sagen. Oder wir schenken dem Gegner den Ball. Ist auch eine Idee. So, jetzt auch mal auf Zeit. Oder? Schwacher Abschluss mit Ribéry, da muss ich dann auch normal schießen und. Das war ja ein geiler Pass. Wäre ich jetzt ein Tor fress, drehe ich durch.
Weil der Pass war so schlecht ausgeführt. Der war nicht schwer, meiner Meinung nach. So ein scheiß Dreckslacker. Ohne Scheiß. Der Fehler liegt einfach nur bei dem Spieler, der den Pass so beschissen ausführt. Weil der Pass war super easy. Super einfacher Pass und er macht einen richtigen dummen Dreckspass draus. So ein Dreck, ey. Das hat auf gar nichts mit der Ausdauer zu tun gehabt. Aber egal, wir waren da bessere Spieler. Wir gewinnen das Spiel jetzt noch. Punkt. Einfach ruhig bleiben. Wir machen jetzt noch ein Tor in der Verlängerung. Das wäre absolut verdient. Ach, scheiße, hätte man näher wechseln sollen. Einfach ruhig bleiben. Absolut unverdient. Wie gesagt, super einfacher Pass und er verkackt ihn. Wir bekommen den Konter und fressen dadurch das Tor. Das ist einfach nur die Schuld von dem Spieler. Also, das war halt kein schwerer Pass, deswegen mache ich mir da auch keinen Vorwurf. Punkt. Aber es ist jetzt egal. Wir müssen jetzt damit leben und wir spielen jetzt einfach das Ding runter und Müller macht wieder zwei Tore. Punkt. Oder zwei Scorerpunkte, nicht Tore. Tunnelt. Gelackt. Gelackt. Wäre ein schönes Lagertor geworden. Ich sage jetzt auch einfach nichts mehr großartig. Ich bin einfach ruhig, weil mich das ankotzt, dass der eigene Spieler so eine Scheiße baut und ich darunter leiden muss. Dritter Alu-Treffer, war das das Spiel mit zwei Alu-Treffern? Ja, ne? Also dritter Alu-Treffer jetzt, kann das sein? Komm, Bentege, mach einfach noch einen. Ja! Oh, das gibt's da überhaupt nicht! So krank, dieser Bentege! Alter, ist der Kopfball stark! Man macht schon wieder einen! Ach, die Scheiße, ey. So verdient, ey. So, und jetzt ziehen, beißen, kämpfen. Komm schon! Zweite Mal in Folge von einer Verlängerung gewinnen, das will ich jetzt sehen. Komm schon, Bentege, das gibt's da überhaupt nicht! Das ist der erste Spieler, der Kopfballstark ist, aber der hat aber auch wirklich so konstant bisher, so konstant durchzieht, weil Modest war auch groß, körperlich stark und Kopfballstark und hat es trotzdem nicht in der Konstanz gemacht. Also, aber gut, ich glaube, Modest ist auch keine 1,90, oder? Da ist, glaube ich, 1,88 oder so. Aber trotzdem, es kann ja nicht 2 cm mehr, 3 cm mehr, das kann er nicht ausmachen. Aber absolut verdient natürlich, wir hatten ja auch vorher die Riesenchance mit De Bruyne, dass er ans Alu ging. Wieder ein schöner Lack. Schade. Noch ein Kopfballtor.
Komm schon, Ben Digga, mach einfach jetzt den Deckel drauf. Deckel drauf! Oh, was ist denn das? Da war doch schon drin! Naja, so haben wir eine gefährliche Situation gestoppt, ist auch nicht schlimm. Okay, und jetzt gehe ich auf Zeit, wäre eh abseits. Deckel drauf. Nehmen wir nicht. Ja, spielst zum Glück viel zu hastig und unüberlegt aus. Ja, und ich lasse mir hier ganz dumm den Ball wegnehmen. Wenn wir jetzt einen Tor fressen, ist es leider meine Schuld. Reed macht echt so einen guten Job. Ist auf jeden Fall auch besser als Smalling. Das hat zu lange gedauert. So, jetzt aber war es doch jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir auf Zeit hier. Och Mann, es hätte echt nicht so spannend sein müssen, weil in der 90. Minute dieses verdammte Gegentor einfach nur. Ich weiß nicht, wer es war, aber es war dumm. Benteke macht zwei Tore und eins macht Mané. Vorlagen: einmal De Bruyne, einmal Arnautovic, einmal Touré. Langsam geht die Maschine davon los, oder? Richtig geil. Ich glaube, wir müssen mittlerweile auch zwei Spiele abziehen beim Benteke, mindestens. Wir hatten zweimal jeweils, also wir hatten zweimal ein halbes Spielabbruch und ich glaube einmal eins, was gar nicht zählt. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, erst 7 Spiele mit ihm gemacht. Und 8 Scorerpunkte, wie krass ist denn das? Und von den 8 Scorerpunkten, wie viel? 4 oder 5 Kopfballtore? Das ist richtig geil. Boah, also von mir aus darf er gerne so weitergehen. Von mir aus hat, glaube ich, auch lange keine Info mehr gekriegt, aber ich glaube, Crystal Palace ist einfach ein sehr schlechtes Team in der Premier League. Ich glaube, die stehen kurz vorm Abstieg. Oder stehen sogar auf Abstiegsplätzen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte der, kann er ruhig mal noch eine dritte Info machen. Jetzt, das ist das einzige Vorteil halt echt, dass ich jetzt ein Premier League Team habe. Ich kann mich auch endlich über Premier League Infos freuen und die bekommen ja eh immer die meisten Infos. Von daher hat es einen kleinen Vorteil, dass ich jetzt Premier League Team habe. Also 2 Spiele, wie gesagt, abziehen. 7 Spiele, 3 Scorerpunkte. Das sind wir auch immer noch bei besser als 1 zu 3. Mané, der hat ja ein paar Mal als Wechselspieler gespielt. Das heißt, auch hier haben wir erst 7 Spiele dann logischerweise gemacht. Also regulär 7 Spiele. Und er hatte ein Tor vorher schon gehabt. Also sagen wir einfach, entweder 8 Spiele und 5 Scorerpunkte oder 7 Spiele und 3 Scorerpunkte. Natürlich auch. Nee, Quatsch. 7 Spiele und 5 Scorerpunkte. Oh, meine Fresse. 5 Spiele. Oh mein Gott. 7 Spiele und 4 Scorerpunkte oder 8 Spiele und 5 Scorerpunkte. So ist richtig. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall durch die Verlängerung wieder mit der Bundesliga ran. Ich glaube, hätten wir auch so gemusst, aber egal. Wer hat keinen Vertrag mehr? Müller. Ja, macht einen guten Job als Einwechselspieler. Der bekommt auf jeden Fall seinen großen Vertrag, oder? Ich wüsste jetzt nicht, welchen Spieler wir da sonst nehmen sollten. Ich habe halt momentan noch diesen Once-to-Watch Draxler, aber der ist einfach kein guter Außenmittelfeldspieler. Das bringt nichts, den als Wechselspieler zu nehmen. Okay. Aber schön, dass wir jetzt schon wieder in der Verlängerung gewonnen haben. Wenn es orange bleibt, spielen wir nicht. Ah, es ist gerade grün geworden, egal. Konzentrier dich, komm schon. Ich denke, ich werde nach der Aufnahme erstmal eine Pause machen. Bekomme mal langsam Hunger. So, was haben wir denn hier? Ein relativ durchschnittliches Team mit ein paar richtig geilen Spielern. De Gea,
Und dann halt diesen Player of the Month. So, jetzt wieder konzentriert spielen, aber trotzdem bissig spielen. Ich denke, es hat auch an meinen Grätschen gemerkt. Ich habe wirklich die ein oder andere gute Grätsche eingesetzt. Schade, dass wir jetzt nicht mal diesen kopfballstarken Benteke drin haben. Also ich fange jetzt schon an, Benteke in der Bundesliga zu vermissen, weil jetzt logischerweise die Flanken nicht mehr so eine Waffe sind. Er hat auch mal, nee, aber es ist nicht der 97er, 87er, oder? Jetzt zu spät gespielt. Was war das denn? Schwacher Pass von Müller, schade. War auch ein schwieriger Pass, muss man zugeben, aber war halt schwach. Schöner Schuss von Vidal, leider nicht hoch genug, würde ich sagen, um reinzugehen. Da, wie viele Mané war das denn? Es war nicht das 87er, oder? War noch nicht dieser super teure. Ich bin mir halt nicht sicher. Was war denn das? Moment, war das nicht eine blaue Karte, dieser Mané? Gibt es eine Man of the Match, eine Player of the Month Karte? Bin mir gerade nicht, oder war das dieser Dele Alli? Ich glaube, von meinem Nägel war eine Man of the Match Karte, eine Orange. War das eine Orange? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ecke. So, wo bleibt denn jetzt unser Benteke, verdammt nochmal? Ich brauche Benteke jetzt. Fuck. Wie ich ihn jetzt schon vermisst dadurch. Aber es gibt auch keinen vergleichbaren Spieler in der Bundesliga. Also Modest ist halt, wie gesagt, nicht ganz so ein Brecher. Wenn halt... Wenn Modest eine Second Info bekommen würde, dann würde er schon näher an Benteke rankommen. Ich meine, Benteke ist ja auch eine Second Info. Second Info 86er und Modest ist, glaube ich, nur ein 83er Info, ne? Schade. Oder 84er? Ne, 83er, ne? Ich glaube, er ist ein 83er. Sehr gut von Hummels, dann leider den falschen angepasst. Kann sein, dass der Ultra presst der Gegner oder kommt mir das gerade nur so vor? Oh, ich dachte, Reus läuft da unten durch. Er läuft halt wieder zurück. So, naja, Denkfehler. Wann laufen die schon mal da unten lang? Danke. Das darf mir nicht passieren. Ich darf mich dann solche Scheißbälle vergeben. Solche Scheißbälle vergeben, wenn der Gegner so einen dummen Fehler macht, weil ich dann halt auch ganz schnell machen will. Was? Er war zuletzt dran, nice. Boah, was für eine gefährliche, was für ein gefährlicher Pass. War schon wieder ein schlechter Pass von mir. Was ist denn gerade los mit mir?
Leider sich ein Foul oder was? Hat sich ja richtig gelohnt, diese Action. Ich muss ruhiger spielen. Ich versuche es gerade wieder zu sehr zu erzwingen, glaube ich. Da hätte ich auch nochmal durchstecken können auf Mali, glaube ich. Wieder ein schlecht. Warum mache ich denn da den Direktpass? Ich kann mich doch erst drehen und dann passen. Ich brauche echt eine Pause. Ich spiele gerade scheiße. Ich spiele einfach gerade richtig scheiße. Gegner spielt auch nicht gut, aber ich bin auch scheiße und deswegen sind wir gerade ziemlich ausgeglichen. Wenn ich besser spielen würde, wenn ich so spielen würde wie die letzten Spielen, hätte ich hier schon viel mehr Torschancen erspielt. So spiele ich einfach nur scheiße. Hier einmal schaff, anständig zu spielen. Schon wieder komplett dumm ausgespielt. Was ist denn los mit mir? Ich brauche echt eine Pause, wie es aussieht. Ich muss einfach damit abfinden, dass ich gerade Kacke spiele. Ich muss versuchen, das Beste draus zu machen. So, jetzt scheiß drauf. Okay. Einfach mal versuchen, das ruhig runterzuspielen. Egal wie kacke ich gerade gespielt habe, ich kann es ja immer besser machen. Ich kann ja ab jetzt besser spielen. Komm. Weiß ich nicht, warum sich Müller da in den Gegner reindreht. Ich habe echt, der Gegner ist schlecht. Der Gegner ist im Vergleich zu den letzten Spielen echt nicht gut. Aber ich spiele gerade fast so schlecht wie er. Und dadurch kriege ich einfach nicht Sinn davon. Und nach hinten mache ich auch Fehler. Aber zum Glück macht der Gegner halt auch genügend Fehler, sodass es nach hinten noch nicht gefährlich wurde. Ich habe ja so Leute wie Sokrates, die einfach meine Fehler wieder ausbügeln. Ich muss es einfach mal aus der Distanz probieren, weil ich durchkombiniere, bin ich gerade zu dumm für. Oh, wenn ich gewusst hätte, dass wir zuletzt dran waren, hätte ich natürlich mit Hummels noch reingeköpft. Schade. Abgefälscht, aber ich glaube vom eigenen, oder? Nee, doch nicht, zum Glück. Wenn wenigstens mal immer Hummels da stehen würde, wo Müller steht, dann wäre es ja auch geil. Wobei, auch Hummels steht ja ab und zu dort und hat noch nie ein Tor gemacht, glaube ich. Zum Glück, ey. Zum Glück ist dann Fährmann genau im richtigen Moment rausgekommen. Ich habe gar nichts gemacht, habe ihn alleine gemacht. Krasser Pass auf jeden Fall auf Vardy. War aber auch die erste gefährlichste Situation vom Gegner. Ein bisschen Glück.
Haben wir Pech, dass Mali halt viel zu spät den Pass spielt. Richtig schwaches Spiel von uns. Reus mal wechseln. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch irgendwie schaffe, jetzt zu reißen, das Ding. Ich versuche mich echt zu konzentrieren. Ich werde einmal weniger reden. Schön gemacht, Vidal. Komplettes Eigentor. Ach du Scheiße. Das war aber ein richtig krasses Eigentor. Aber ja, das Spiel war so schlecht gespielt von mir. Gegner hat auch nicht gut gespielt. Aber ich würde sagen, wir haben uns beide nicht viel genommen. Aber das war so ein torungefährliches Spiel. Es musste ja irgendwie sowas passieren. Ach du Scheiße. Der Herr hätte ihn sogar am Ende noch in der Hand gehabt. Ne? Guckt euch an hier. Jetzt hätte ihn der Herr noch gefangen, wenn der Typ nicht dazwischen gestanden hätte. Und der Herr wollte ihn einfach komplett in den Bauch aufnehmen, den Ball. Und auch da wieder Smalling, der den Fehler macht. Krass. Jetzt auf gar keinen Fall das Gegentor fressen, weil ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites machen kann. Das ist gerade sehr unwahrscheinlich in dem Spiel. Krass, 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 ey. Ja, solche Pässe mache ich halt gerade momentan. Solche Kackpässe, solche Scheißideen habe ich gerade. Wechseln wahrscheinlich nochmal. Ich muss jetzt einfach runterspielen. Jetzt auf Zeitspiel gehen. Scheiß auf alles, verdammt nochmal. Jetzt spielt auf Zeit. Und nicht wieder sich locken lassen und wieder die Mitte ziehen. Das ist einfach so verlockend. Ich denke dann immer, nee, jetzt kannst du doch noch ein Tor machen. Scheiß drauf. Aber ja, es ist dann meistens nicht der Fall. Komm, jetzt einfach. Wieso war denn das kein Foul? Gut. So, jetzt nicht wieder locken lassen, sondern wir spielen es auf Zeit. Oder wir lassen den Ball ins Auslaufen. Fuck.
Wir machen doch das zweite Tor. Scheiß drauf. Oh Gott, was für eine Erlösung. Aber was für ein peinliches Spiel. Wir haben so schlecht gespielt. Aber das ist doch noch besser. Also, wir haben nicht schlechter als der Gegner gespielt. Da müssen wir mal festhalten, der Gegner war nicht besser als wir. Aber natürlich habe ich komplett ohne meine Möglichkeiten gespielt. Aber wenn wir dann trotzdem noch gewinnen, sogar 2-0 und mit Piszczek einen Außenverteidiger Tor machen, was gibt's Besseres? Oh, aber das war ein knappes Spiel durch meine eigene Schlechtigkeit. Also wenn ich hier normal spiele, wenn ich hier mein Potenzial abrufe, dann bin ich hier der klar bessere Spieler. Dadurch, dass ich mein Potenzial nicht abrufe, ist es halt, bin ich der leicht bessere Spieler. Also habe ich wirklich nur leichte Vorteile. Und es ist ein sehr knappes Spiel, was rein theoretischerweise in beide Richtungen ausgehen kann. Wenn er mit Vardy das 1-0 macht, gucke ich nur mal zur Wäsche. Und dieses 1-0 von mir, das Eigentor war ja pures Glück. Also richtig pervers, krasses pures Glück. Und dann mit Piszczek das 2-0 mache ich nur, weil er mehr aufmacht, weil er aggressiver wird und ich dann besser durchkombinieren kann. Von daher, Torvorlagen, einmal Müller und dann Piszczek mit dem Tor. Müller auch direkt Man of the Match. Das war schon, also ich war da leicht, der ganz leicht bessere Spieler, deswegen ist es im Endeffekt trotzdem ein verdienter Sieg. Aber es war so ein knappes Spiel, es kann halt auch andersrum ausgehen und ich habe definitiv nicht gut gespielt. Und das ist jetzt noch, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich wahrscheinlich, yay, Gold 3, wahrscheinlich jetzt Pause mache und das war jetzt definitiv mein Zeichen. Ich mache erstmal Pause, ich werde jetzt wahrscheinlich was essen und so. Ich werde dann wahrscheinlich noch, oh, wir haben ja schon 11 Siege und noch 10 übrige Partien, das war schon mal schön. Ich werde jetzt wahrscheinlich was essen, eine Runde baden gehen und dann werde ich versuchen, noch mindestens 2, wahrscheinlich maximal 4 Partien an dem Sonntag, Nacht, Sonntagabend, Montagmorgen, wie auch immer, zu spielen und die restlichen werde ich dann wahrscheinlich Montag, Nachmittag oder Abend spielen, mal gucken. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben, euer Paxis. Ja, wir sehen uns. Mali, oh, lange kein Tor mehr gemacht. So, wie viel müssen wir jetzt bei ihm abziehen? Sagen wir mal, wir müssen 4 Spiele abziehen, das könnte schon auf jeden Fall hinkommen. Und er hat jetzt nur noch 19 Scorerpunkte. Oh Mist, er hat nicht mal mehr Scorerpunkte. Also er hat immer noch mehr, aber ist natürlich immer noch eine sehr krasse Quote von Mali. Und er macht ja auch wirklich viele Zaubertore. Ich kann mich an keine einzige hundertprozentige erinnern, die er nicht macht. Er hat das letzte Mal eine sehr gute Halbchance, also es war besser als eine Halbchance, nicht gemacht, vom Elfmeterpunkt geschossen, die hat er nicht gemacht. Aber das ist halt keine hundertprozentige. Und ansonsten hat er bisher jede hundertprozentige gemacht, viele Traumtore und auch viele Halbchancen, von daher, der bleibt auf jeden Fall erstmal. Wobei ich halt wirklich zugeben muss, ich traue so ein bisschen dem Benteke hinterher, weil ich mich jetzt doch ein bisschen in diese unglaubliche Kopfballstärke, vor allem nach Ecken, also man kann halt endlich mal wieder mit, also wie gesagt, das kann alles Variant sein, bla bla bla, das muss ja nicht so bleiben, aber momentan kommt es mir halt so vor, ich kann endlich wieder mit Benteke auch mal ein Spiel durch eine Ecke entscheiden. Es ist halt einfach so geil. Und das Schöne ist, er ist halt nicht nur Kopfballsteiger, kann nicht nur mit dem Kopf, er ist halt so auch einfach ein mega krasser Stürmer. Oh, hoffentlich bleibt das so. Ja, ich wollte ja eigentlich mal noch den 90er Kane probieren, weil er sollte natürlich nochmal als vierter oder fünfte Inform, ich glaube, das ist die vierte Inform, sollte er natürlich nochmal ein mega Upgrade zu Benteke sein und er ist halt vom Spielertyp ähnlich, nur halt besser. Aber wenn Benteke so weiterspielt, wüsste ich nicht, warum ich Kane spielen soll. Zumal Kane halt, ich glaube, der 90er kostet, glaube ich, waren es 300.000 oder waren es 400.000? Ich glaube, 400.000 sogar. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ziemlich viel. Und der Benteke 110.000 oder so. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.